Hallöchen, willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Mai. Und vielleicht stellt ihr fest, dieses Video ist gar nicht besonders lang. Ich hoffe es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, denn die letzten Videos der Neuzugänge waren immer ziemlich lang und ich habe einige Bücher gezeigt. Ich könnte dieses Neuzugänge-Video jetzt auch weglassen. Aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle dieses Buch zu zeigen. Es ist genau ein Buch geworden. Ich bin sehr stolz auf mich und quasi eine kleine Geschichte dazu zu erzählen, denn nicht jedes Buch wird einfach von mir in die Hand genommen und gekauft, sondern manches findet auch auf anderem Wege ja seinen Platz hier bei mir. Das Buch von Janet Walls, Schloss aus Glas, ist bei mir eingezogen und zwar in dem Sinne unfreiwillig, denn es wurde mir geschenkt. Eine ganz liebe Patientin von mir hat es mir zum Ende ihrer Reha-Zeit geschenkt und ich muss sagen, ich habe mich da sehr darüber gefreut. Ich habe noch gar nicht viel darüber gehört, aber der Titel kam mir bekannt vor. Ich kann euch auch verraten, warum, beziehungsweise vielleicht kommt er euch nicht bekannt vor, aber es könnte ja sein, dass er euch bekannt vorkommt. Und dieses Buch wurde nämlich verfilmt. Und ich dachte nämlich auch, ich würde den Titel eher von einem Film vielleicht kennen. Worum es geht, erzähle ich euch jetzt. Ein komisches, anrührendes Buch, schreibt der Stern. Janet Walls ist ein glückliches Kind. Ihr Vater holt ihr die Sterne vom Himmel und verspricht ihr ein Schloss aus Glas. Was macht es das schon, mit leerem Bauch ins Bett zu gehen oder in Nacht- und Nebelaktionen den Wohnort zu wechseln? Doch irgendwann ist das Bett ein Pappkarton auf der Straße und eine Adresse gibt es schon lange nicht mehr. Eine ungewöhnliche Kindheit in einer Familie, die man sich verrückter nicht vorstellen kann. Die Frankfurter Neue Presse schreibt, Geschichten erzählen kann Walls. Bald will man das Buch gar nicht mehr zuklappen. Und Elke Heidenreich sagt, Janet Walls berichtet mit Liebe, aber auch mit Wehmut, jedoch ohne Bitterkeit von dieser seltsamen Kindheit in einer unangepassten Familie. Und es gibt noch ein weiteres Buch der Autorin, das heißt Ein ungezähmtes Leben könnte durchaus auch, und Die andere Seite des Himmels, können alle drei durchaus ja autobiografisch angehaucht oder bestehend sein. Hier bei Schloss aus Glas ist die Autorin zu Beginn ein Kind von 3 Jahren, das ins Krankenhaus kommt, weil das Kleid Feuer gefangen hat, als sie Hotdogs gemacht hat im Wohnwagen, in dem sie lebt. Noch bin ich sehr gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe sie erst begonnen, die ersten 20, 30 Seiten gelesen. Es konnte mich noch nicht komplett packen, aber es ist durchaus leichtgängig zu lesen und deshalb glaube ich fest daran, dass ich da weiter dranbleiben werde und es im besten Falle auch beenden werde. Euch also dazu im Lesemonat Juni mehr erzählen kann und es dann beendet habe. An dieser Stelle möchte ich einfach klar machen, ich bin unglaublich dankbar dafür, wenn mir Patienten etwas schenken. Das ist keine Erwartung von mir, egal ob Trinkgeld noch Schokolade oder irgendwas anderes, denn ich mache meine Arbeit, weil ich sie gerne mache. Und ich mache sie und kriege Geld dafür. Nicht viel ist ein sozialer Beruf, aber dennoch, ich kriege Geld dafür, ich werde bezahlt. Das heißt, an sich bräuchte mir niemand irgendetwas dafür zusätzlich geben, dass ich meine Arbeit tue. Vielleicht merken aber auch manche, dass ich sie sehr gerne tue und manche sind einfach auch auf ihre Art und Weise nochmal dankbar dafür. Das heißt, je nachdem, aus welchem Grund die Menschen bei uns sind oder bei mir sind in Therapie, es gibt immer im besten Falle eine Besserung, im schlimmsten Falle nur Erkenntnisse, um zu wissen, wie es weitergehen könnte oder wird oder auch, wie es vielleicht aktuell aussieht und wie die Prognose ist. Das heißt, es geht den allermeisten Menschen besser und dafür sind sie dann dankbar. Und es kommen die unterschiedlichsten Kleinigkeiten und Geschenke bei mir an. Das ist in dem Fall jetzt ein Buch gewesen, was relativ selten ist. Letztens kam nochmal eine kleine Ausgabe vom Kleinen Prinzen. Die habe ich auch kurz gezeigt im besonderen Büchervideo. Aber grundsätzlich ist es sehr selten ein Buch, einfach weil ich erzähle, dass ich viel lese. Und dann denken sich die meisten schon, oh Gott, wüsste ich ja auch gar nicht, was ich schenken soll. Und es kommt immer mal wieder natürlich Schokolade, auch die mit dem Dankeschön, das draufsteht, in Nichtdeutsch. Und natürlich gibt es auch verschiedene kuriose andere Dinge, die man so über die Zeit geschenkt bekommt. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr daraus natürlich nochmal eine kleine Sammlung und ein extra Video machen und euch dazu eine, ja, kleine Geschichte erzählen. Und ein bisschen berichten von den Dingen. Ich verbinde damit natürlich einiges und ich trage diese Patienten umso mehr im Herzen, wenn sie mir irgendwas Besonderes geschenkt haben, was nicht heißt, dass ich alle vergessen würde, aber sich alle zu merken geht eben leider auch nicht. Viele finden einen Platz in meinem Herzen und an viele erinnere ich mich auch nach Jahren noch und das ist schön so und auch durchaus in Ordnung so.
Genau. Und dieses Buch werde ich jetzt vermutlich für immer mit genau dieser Person, mit genau dieser Patientin verbinden, die auch gar nicht so die normalste Patientin war, aber im ganz positiven Sinne gemeint, die einfach sehr schnell sehr viel Vertrauen mir gegenüber hatte, das ich immer gar nicht nachvollziehen kann. Aber mich freut es natürlich, wenn es der Person besser geht und wenn sich diese Person wohl bei mir fühlt. So, genug über ein Buch geredet, genug Zeit ist vergangen. Also, ich habe dieses Buch bekommen. Wer noch mehr darüber weiß, sehr gerne einfach Infos dazu in die Kommentare. Ich wäre vielleicht selbst nie darauf gestoßen. Und auch das, finde ich, ist wahnsinnig schön daran. Das ist so, wie das Leben eben ist. Unberechenbar. Man kann nicht alles planen, weil gerade schon wieder so mein Leben einen Bogen schlägt, an den ich selbst nie gedacht hätte oder geglaubt. Und das ist aber wunderschön, sich darauf einzulassen, was da so kommt. Und deswegen auch jetzt auf dieses Buch einzulassen. Dementsprechend zum Glück nicht so viele Neuzugänge wie im März, wie im April. Das heißt, ich komme vielleicht doch ein bisschen daher, meinen Sub zu verkleinern. Aber dieses Schätzchen darf ich jetzt eben erstmal noch entdecken. Schreibt mir auch sehr gerne, was ihr so im Mai für Neuzugänge habt. Vielleicht waren sie doch durchaus mehr als bei mir. Das darf sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Für das habe ich ja eigentlich deutlich mehr Bücher gelesen oder aussortiert als bekommen bzw. gekauft. Dann hoffe ich, ihr startet in den Juni mit ja, ganz viel Sonne und einem guten Buch. Habt eine schöne Zeit, lest fleißig und bleibt gesund. Tschüss!